So, willkommen zurück zu meinem Let's Play Mass Effect 3, Folge 67. Diesmal hätte ich sicherheitshalber nicht alles aufheben, was hier an Energie liegt. Oh yeah. Die Tür vor uns könnte der Ausweg aus diesem Mist sein. Ja, das stimmt. Dummerweise. Danke. Beim letzten Mal war das, gelinde gesagt, ziemlich, nein, schwieriger, weil da habe ich die Waffe nicht gefunden. Nein, nein, wir wollen jetzt erstmal das ganze Gebiet hier durchsuchen. Zu, wir sollten weitergehen. Die Wissenschaftlerinnen leben vielleicht nicht mehr lange. Ach, die sind doch schon tot. Jetzt nerv nicht. Außerdem wäre das nicht deine Aufgabe, so normalerweise zu sagen, uns so egal, ob die Wissenschaftler überleben. Wir sollten Ciao. Weitergehen. Ja. Die Wissenschaftlerinnen leben vielleicht nicht mehr lange. Ihr hört's ja. Ich habe gar keine Wahl. Vielleicht leben die Wissenschaftler sonst nicht mehr lange. So, ne. Gut. Wir sollten weitergehen. Ja. Wissenschaftlerinnen leben vielleicht nicht mehr lange. Das zu wiederholen ändert nix. Ich kann diesen Dingern immer noch nicht entgegentreten. Meine eigenen Leute. Als wir die Reaper bekämpften, haben sie unsere eigenen Kinder auf uns gehetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie gingen davon aus, dass wir zögern würden, sie zu töten. Haben sie gezögert? Welche Antwort wäre ihnen lieber? Keine. Reden wir nicht mehr davon. Gut. Irgendwie hatte ich das viel schlimmer in Erinnerung. Weil wenn man natürlich zur rechten Zeit die richtige Waffe findet. Ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal einen gesehen habe. Mein Volk hatte aufgehört, an Teufel zu glauben. Als die Reaper ankamen, hat sich das wieder geändert. Machen aber auch immer ein bisschen Lärm. Möglicherweise könnten wir sie erreichen. Der Reaper zieht weiter. Einer weniger, den wir töten können. Ich hätte jetzt müssen gesagt. Einer weniger, den wir töten müssen. Aber gut. Oh, verdammt. Hier ist Spezialistin Kayla. Spezialistin Geneva wurde soeben durch einen Beschuss getötet. Aha, Shabbat wird nicht kommen. Shabbat ist schon da. Nur Waffenabwehr erhalten. Präzisionsgewehr. Stufe 54. Was ist mit der? Kann ich da nicht helfen irgendwie? Bin ich zu spät irgendwie?
jetzt, wo Sie da sind? So lange wie nötig. Können Sie diesen Krieg wirklich gewinnen? Wenn wir es zu dem Tempel schaffen, sind die Reaper Geschichte. Dann schnappen Sie sich da drüben Ausrüstung, wenn Sie welche brauchen. Wir halten den ein. Das ist eine Todeszone! Netter Schuss! Sie haben einen getroffen! Schön, wir an. Ich habe einen getroffen. Sie haben einen getroffen! Natürlich. Das ist schon das mehr. Ich verstehe nicht, was soll ich denn nennen? Okay. Ich weiß jetzt natürlich nicht. Vielleicht hätte ich schneller laufen müssen. Nee, mit dem möchte ich aber nicht arbeiten. Okay. Nun gut. Ist das abhängig davon, welchen Schwierigkeitsgrad man spielt? Ich kann Ihnen Feuerschutz geben. Ob einer, zwei oder keiner überlebt? Bestimmt. Wäre natürlich mal eine kreative Idee. So, ich halte die wahrscheinlich nur für kreativ, weil das so eine Idee war, die ich gerade hatte. In Wirklichkeit ist das wahrscheinlich totaler Quark. Ja, wie immer. Wie immer. Snacks. Das wird jetzt lustig. Dieser Albtraum hört niemals auf. Oh doch, das wird er. Wir gehen zu diesem Artefakt und dann können wir alle aufwachen. Eher nicht. 50.000 Jahre später. Javik hat immerhin noch etwas Humor behalten. Jetzt geht's los. Geht's so richtig los. Ui. Los. Jetzt wird's nämlich schwierig, weil... Vorsicht! Wir wollen zum Außenposten Tykis. Sie stehen genau davor. Cool. Was ist mit dem Rest Ihres Trupps? Sie sind alle tot. Wir wollten zu den Wissenschaftlern, aber... Nur ich bin noch übrig. Was ist mit Verstärkung? Dafür hatten wir Jäger, aber das ist wegen des Reapers zu gefährlich. Sie können es nicht wagen. Ja, es ist hart, aber ohne deren Hilfe kommen wir nicht rein. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich diesen Krieg hasse? Taylor und Schwarm, hier Außenposten Tykis. Gibt es auf dieser Frequenz noch jemanden? Wir brauchen sofort Luftunterstützung. Commander Shepard ist hier. Verstanden. Hier Taylor 1. Bin unterwegs. Taylor 5 im Anflug. Bodenziele bestätigt. Waffen überhitzen. Wackelt sie auf. Los, Commander, ich decke sie von hier aus. Schöner Versuch. Commander Shepard, ich gebe Ihnen Deckung. Wir bringen Sie in diesen Tempel. Ja. Guter.
Okay. Alles klar. Stimmt nicht. Vorwärts! Das ist unsere Chance! Yay! Yeah. Waffen rumliegen? Ist mir ganz neu. Mal schauen. Das ist natürlich nicht auf das Vorsicht, weitere Feinde voraus! Los. Jetzt hat sich Lea aber verabschiedet. Das finde ich aber nicht so lustig. Wir müssen dafür sorgen, dass es das wert war. Wie immer. Wie immer müssen wir dafür sorgen, dass es das wert war. Oh yeah. Gut, das machen wir doch glatt. Ist aber auch. Als dieser Krieg begann, gab es 5 Milliarden Asari.
Ich frage mich, wie viele wir heute verloren haben. Das ist einfach total geil. Also, gut, da sieht es ja so zerstört aus, aber hier sieht es einfach genial aus. Keine Frage. Total geiles Level-Design. Sieht aus, als wäre hier alles sicher. Gehen wir rein. Anscheinend wurde der Tempel... Achso. Jamik, ich dachte, du wolltest noch was erzählen. Denkst du, irgendwie steht Jarvik gerade... Na gut. Lassen ja. Sie mich mal sehen. Es ist eine Militärchiffrierung. Ich denke, ich kann sie deaktivieren. Vermischen die Asari immer Religion und Militär? Nein, das ist ungewöhnlich. Vor allem, weil nur noch wenige der Athame-Doktrin folgen. Mhm. Tja. Coole Sache, wirklich. Na, gucken wir mal. Das wird jetzt bestimmt total lustig. Hallo? Ist da jemand? Naja, natürlich auch. Etwas stimmt nicht. Die Wissenschaftler müssten hier sein. Sehen Sie sich um. Das, was wir suchen, ist vielleicht eins von diesen Artefakten. Artefakte untersuchen. Okay. Könnte das Artefakt sein? Ich glaube nicht. Das ist eine Skulptur von Lucen, einem von Athames Dienern, der unter meinen Vorfahren wandelte und ihnen Wissen vermittelte. Und Sie sehen die Ähnlichkeit nicht? Er war kein Diener einer fiktiven Göttin. Er war ein Proteaner. Was? Das ist unmöglich. Die Wahrheit liegt vor Ihnen, in Stein gemeißelt. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nur eine Skulptur ist. Das wäre aber auch das, was ich gesehen habe. Eine Seite aus einem unserer ältesten religiösen Texte, dem Athame-Kodex. Nicht sehr nützlich. Es geht darum, wie Athames Führer uns die Biotik zum Geschenk gemacht hat, weil wir sie verehrt haben. Und wenn der Führer ein Proteaner war, was dann? Darüber will ich gar nicht nachdenken. Ich finde es seltsam, dass Ihre Wissenschaftlerinnen einfach ihren eigenen Planeten im Stich lassen. Das würden sie nie tun. Tja, ja. Ist ganz cool. Beim letzten Mal hatte ich nämlich nicht Jarvik mit. So sind die Dialoge. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wen ich mit hatte, aber Dialoge sind irgendwie anders. Wie wär's damit? Wieder ein Teil des Kodex. Nicht sehr vielversprechend. Hier wird beschrieben, wie Athame unsere Vorfahren die Mathematik gelehrt hat. Oder jemand anders. Aha. Aha. Das will ich noch nicht gucken. Warte. Was wissen Sie darüber? Ein Fragment des Kodex. Das ist nicht, was wir suchen. Hier wird beschrieben, wie Janeri, der Führer von Athame, meinem Volk Saatgut gegeben hat. Er machte sie zudem mit den Jahreszeiten vertraut, damit sie Felder bestellen konnten. Wir wollten nicht, dass sie verhungern. Wenn etwas so wichtig ist wie dieses Artefakt, hätte man wenigstens Ausfallsicherungen einbauen sollen. Hm. Mhm. Hätte man wohl sollen. Ja. Bringt uns nicht weiter. Das ist Janeri, Athames Führer, der vor langer Zeit die Erleuchtung nach Tessia gebracht hat. Er war kein Diener einer fiktiven Göttin. Er war ein Proteaner. Diese Nummer hatten wir doch aber schon geklärt, oder? So, was ist mit denen da? Die sehen nur aus wie sowas wie... Ich vermute, das sind die Wissenschaftlerinnen. Zwei Stück. Mhm. Gut, hier machen wir im nächsten Part weiter. Ich mache hier mal einen Schnitt.